Naja, Zerg gegen Protoss. Gerade im letzten Match hatten wir Zerg gegen Protoss, falls du da hörst. Oh, das ist schon viel zu lange her, vergiss es. Aber Terran war noch nicht wirklich viel. Also ich kam mir da an ja, Terran. In den ersten Spielen war, glaube ich, sehr viel Terran ja unterwegs. Okay, wir haben leider auch eins gehabt, oder? Ja, sie tauchen schon immer wieder auf. Los geht's. Ja, da sieht man nicht mehr Terrans mögen, Terran. Hünk, deine Qualität ist gerade sehr schlecht. Was machst du? Nichts. Okay. Das macht Skype automatisch, wenn die Verbindung langsam ist. Vielleicht solltest du aufhören zum Saugen. Moment, ich habe eigentlich gerade sogar mögliche. Na, okay, der Torrent ist sperrt. Weiß nicht. Ja, der Terran, den wir heute haben, das war ein random Terran. Fällt mir gerade ein. Nein, das war ein Fail-Terran. Ein Fail-Terran? Ja, weil er war eigentlich Protoss-Spieler und hat versehentlich Terran, beziehungsweise Protoss nicht ausgewählt, wie er die Gruppe wieder gejoint ist. Also, beziehungsweise die Game-Lobby wieder gejoint ist. Das war ein Fail-Terran sozusagen auf Scrap Station. Das war. Wer war das? Naja, egal. Egal. Wird schon nicht so wichtig sein, wenn wir es uns nicht gemerkt haben, aber was merken wir uns schon? So, was Chip und Sturm. Jake hat jetzt den normalen Extractor-Trick gemacht, macht jetzt 14 Drones, sehr klassisch soweit. Gateway, alles wie gehabt, beide sehr klassisch. Schauen wir uns die Units an. Momentan Zerg vorne mit den Drones, allerdings geht es am Anfang etwas flotter. Ich nehme an, da wird bald aufgeschlossen werden, Zerg. So, dann war hier das Production Menu. Nichts Außergewöhnliches soweit. Pool und Gas kommen jetzt beim Zerg. Mit 14. Wiederum ja. In dieser Reihenfolge nicht umgekehrt. Das greift dann halt nicht, wenn man Zerg und Speedwheel so gut ineinander über. Wenn man vorher Gas macht und dann den Pool, dann wird der Pool fertig, wenn man gerade 100 Gas hat. Das flutscht dann einfach schön ineinander. So, Jake scoutet fleißig, der erste Zealot wird mit Chronoboost hinausgebracht, damit dieser Choke hier zugesperrt wird und der Rush erschwert, sollte er kommen. Der Overlord ist schon fast in der gegnerischen Base, um hier weiter zu scouten, es gibt alles noch nicht wirklich viel zu sehen momentan. Ja, Queen ist im Kommen, Zerglings werden gebaut zur Sicherheit. Doch relativ viel Minerals übrig bei Longbow jetzt da, zumindest 20 Grad, 400 übrig. Aber jetzt da hat er doch dann die noch ein zweites Gateway und Cybernetics Core. Was geht. Ja, es kommt jetzt weiter Zealot. So, meine Katze versucht gerade mein Brot zu klauen. Ich habe gerade ein Live-Spiel und einen Live-Kampf. So, wir sehen da hinten einen Pylon von Longbow. Alles sehr sauber soweit. Der. So, die Drone darf wieder nach Hause hinein. Zirkling geschnetzelt ist jetzt auch gerade gegeben, ja. Sehr schön. Ja. So, ein Roach Warrant sehen wir da jetzt. Keine schlechte Entscheidung, wenn hier hauptsächlich Zealots produziert werden. Warp geht's wird erforscht, allerdings nicht Chrono geboostet. Jetzt kommt gleich ein weiteres Gebäude. Circling Speed ist ein Weg für den Zerg. So, zweites Gas wird jetzt gebaut. Jetzt gibt es den Chrono Boost dann auch auf den Cybernetics Core. Ja, was mich überrascht, ist ja, dass der Longbow eigentlich Jack the Ripper schon gesehen hat und wie er spielt. Und derzeit schaut nach Roaches aus. Roaches und Evolution Chamber mit Upgrade. Also stimmt, da hat Mick was eine Wahrheit gesprochen. Das rechte untere Gas bei Jack ist ein bisschen durch den Roach Warren verstellt. Ja.
Das ist leider sehr ungünstig gemacht und den Fehler kann man jetzt auch nicht mehr wirklich gut ausgleichen. Man müsste dann wahrscheinlich sogar eine Drone mehr auf dem. Ja, sogar zwei, glaube ich. Das kostet halt natürlich wieder Gas. So, Stargate und Spire gleichzeitig, das heißt, wir werden epische Luftkämpfe sehen. Dieses Roach One Placement sieht man allerdings auch bei Top-Spielern, dass das manchmal schief geht. Dass Units, wenn es um die Wurst geht, quasi irgendwo online, dass die dann einfach das Gebäude ein bisschen auf die Seite setzen und dass diese kleinen Dinge dann nicht so funktionieren. Kann einfach in der Hektik passieren. So, Photon Cannon von Longbow, das wundert mich jetzt etwas. Allerdings versucht er dadurch wahrscheinlich das Stargate auszugleichen. Und als Rückzugsort natürlich gegen was die. Was ich dem Zerg jetzt empfehlen würde, wäre zu expandieren. Ein Base Mutter zu spielen, noch dazu, wenn das Gas versaut ist, kann es sehr, sehr schlecht ausgehen. Na, da kommen auch schon die ersten drei Mutters. Ja, die ersten drei kommen. Aber jetzt pusht Longbow auch schon nach vorne. Das sollte für den Zerg zum Abwehren gehen mit Spinecrawlern und Speedlings. Also noch nicht zu gefährlich. Allerdings kommt jetzt der erste Void Ray. Und Void Rays gegen Mutas ist immer eine schlechte Sache. Außer die Mutas behalten die Oberhand. So, ein weiteres Gateway für Longbow. Streift jetzt aber gerade knapp am Supply-Block, das sollte schnell zu seinem Pylon niederkommen. So, hier jetzt der Angriff. Na, das sollte in seiner Base bleiben, um die Spinecrawler optimal zu nutzen. Das würde ich defensiver spielen als Zerg. Da stehen auch viele Units herum, die nichts tun. Das könnte man optimal lösen. Vor allem sollten die Mutalisken nicht auf die Sealots schießen, sondern auf die Stalker. Weil von den anderen Units geht noch keine Gefahr aus. Expansion wäre langsam wirklich, wirklich notwendig. So, hier sehen wir jetzt auch den Proxy-Pylon. Hier kann jetzt Druck aufgebaut werden. Ich glaube, Zerg weiß noch nicht, dass Void Rays hier mitkommen. Also da braucht er jetzt dann schon ein bisschen mehr Ground Army, um jetzt den Druck, der sich bald aufbauen wird durch die 1, 2, 3 Gates plus Target aufbaut. Ja, das kann, das ist für Zerg immer eine unangenehme Position. So, jetzt kommt endlich die Expansion. Fix. Und ein weiterer. So, er fliegt jetzt da drüber mit seinem Mutas. Hat das jetzt gesehen, ja. Ja, Longbow spielt jetzt sehr defensiv mit diesen zwei Cannons. Eigentlich spielt er nur mit den zwei Cannons defensiv, ansonsten spielt er eigentlich relativ offensiv, oder? So, jetzt kommen dann auch schon die Phoenixe, die sind ja sehr gut gegen Mutas. Allerdings sind genug Mutas da, um da jetzt eigentlich schon Schaden anzurichten. Ja, und da sind sie auch schon in der Minimal Line. Er sollte eher auf die Gas-Drones gehen. Ja, genau. Gas-Drones sind immer besser als Mineral-Drones, wenn es ums Wegsniper geht. Gutes Micro von Longbow mit dem Phoenix versucht, die Gegner in die Cannons hineinzuziehen. Und Longbow zieht sich jetzt zurück. Das ist gut für Zwerg. Das heißt, seine Expansion ist wesentlich besser gesichert. Und ich hoffe, dass dieser Pylon jetzt stirbt. Nein, tut er nicht. Er hat ihn allerdings gesehen, den würde ich schnellstens wegräumen. Zerg sollte jetzt vielleicht anfangen, noch Hydras in seine Army zu mixen. Weil nur mit Mutas gegen Phoenix Void Ray ist keine wirklich gute Idee. Ja, und wie Mr. Nice gerade anmerkt. Ah, rechts unten. Idee, versucht es jetzt auf der Seite mit den Mutas.
Allerdings sind 25 gegen 18 Drohnen für Longbow momentan. Ja, jetzt wird es gerade ein wenig weniger. Ja, den Pylon zu snipen ist keine schlechte Idee. Dadurch kann man Supply Block auslösen. Allerdings kommen jetzt wieder ein paar Phoenixes her. Und ein Void Race dabei. Wir müssen da schnell flüchten. Phoenix ist viel weniger als Mutas. Und jetzt kommt auch unten dann schon der Ground Army Push. Vor allem können die nämlich im Fliegen auch schießen. Das ist in der Vorwärtsbewegung besser gesagt. Nicht nur vorwärts. Und das ist eigentlich sehr gut. Ja, also Longo spielt das sehr solide. Und versucht jetzt einen Push, da steht allerdings von Zerg einiges. Der Creep ist nicht wirklich gut verteilt. Sollte sich auch jetzt wieder zurückziehen, weil dieser enger Choke ist nicht wirklich günstig. Hat natürlich einen guten Unit-Mix. So, mehr Voidrays kommen da jetzt. Eher Weapon 1 für Protoss. Gute Entscheidung, weil er sich auf eher so spezialisiert. Ja, und nicht jetzt, eher jetzt auf Seite von Jack Ripper. Das ist ganz bitter. Also da wäre jetzt Hydralisk wirklich eher die richtige Wahl als Mutalisk, meiner Meinung nach. Aber ein Sporecrawler, zwei Sporecrawler als möglicher Ausgleich. Und vor allem baut Zerg jetzt Corruptor. Corruptor nicht wirklich die richtige Wahl, weil Corruptor nur Bonus-Damage auf Massive machen und keine der Units als Massive gezählt wird momentan. Ja, es macht Longbow sehr gut, dass er da aggressiv wird. Ja, vor allem sehr gut, ja, das Micro auch mit Units aufheben. Da gibt es eigentlich nichts zu bemängeln. Und das wird jetzt sehr schwer für den Zerg da nochmal zurückzukommen, weil jetzt verliert er die Expansion und Longbow hat seine Expansion langsam im Griff, Drone-Eyes. Ah, jetzt kommt der Drone-Transfer, jetzt hat er wieder Zeit, weil der Angriff geglückt ist. Und jetzt der Angriff in die Main-Base. Das könnte sich jetzt gerade ausgehen, einfach mal zurückzuschlagen. Allerdings, der Schaden ist angerichtet mit der verlorenen Expansion. Ja, und nichts gegen er. Ja, das ist sehr bitter. Nichts gegen er ist jetzt ein ganz schlechter Zeitpunkt. Das wird wohl in einem GG enden, weil Roaches allein können hier gegen nichts ausrichten. Weil man sieht, die Overlords fallen und fallen und fallen, dadurch kann auch die Armee nicht mehr wachsen. Zerg in einer ganz schlechten Position. Versucht ja offensichtlich mal noch hinaus zu pushen, ist allerdings ohne Speed-Upgrade elends langsam. Ja, Longbow spielt das jetzt sehr gut aus. So, Longbow warped Units herein. Das sollte eigentlich nicht mehr allzu lange dauern. Und hier ist auch schon das GG.